Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Kirmes Aktuell und heute mal wieder aus einem neuen Park. Und zwar bin ich heute zum allerersten Mal im Bayernpark. Allererstes Mal ist eigentlich nicht ganz richtig. Als kleines Kind war ich wohl schon mal hier, haben mir meine Eltern gesagt. Aber nachdem ich mich da null dran erinnern kann, bin ich im Endeffekt zum allerersten Mal hier heute im Bayernpark. Ich werde den Park hier komplett erkunden und es gibt heute auch eine richtig, richtig geile Neuheit hier. Und zwar einen Freifallturm mit, ich meine, 109 Meter Höhe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig, richtig geil. Voltrum heißt das Ding. Wird auf jeden Fall auch ausführlich getestet. So, grundsätzlich könnte es sein, dass das ein Vlog ohne On-Rides wird, denn die On-Ride-Aufnahmen sind hier eigentlich im Park verboten. Ich habe gerade zwar schon mal an der Information nachgefragt, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Die Kollegin hat aber gemeint, ich soll dann nochmal so 10:30 wiederkommen und das dann abklären und nochmal nachfragen. Und bis dahin hat sie das dann geklärt, ob man da vielleicht was machen kann. Das heißt, eventuell gibt es doch noch On-Rides heute. Ansonsten müsst ihr euch mit Off-Rides und ausführlichen Fazits hier vergnügen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich riesig und ich denke mal, mein erster Gang wird vielleicht sogar direkt zu Voltrum gehen. Ja, ich stehe jetzt hier gerade auch schon vor Voltrum. Echt gigantisch hoch, das Teil. Mach gerade auch schon Testfahrten. Mal schauen, wann man sich anstellen kann. Ich denke mal, da wird die erste Fahrt folgen. Das heißt jetzt erstmal noch Offride-Aufnahmen für euch. Vielleicht gibt es aber später auch noch einen Onride. Mal schauen. Jetzt gerade eben aus Voltrum, die erste Fahrt. Ich war sogar der Erste, der eingestiegen ist in der Q-Line. Wahnsinn, richtig, richtig geiles Teil. Fährt hier gerade auch nochmal oben. Wahnsinn, also thematisierungstechnisch Voltrum hat irgendwas mit Elektrizität zu tun. Ich finde den Wartebereich eigentlich echt ganz schön. Vielleicht noch ein bisschen was irgendwie bewegungstechnisch, musiktechnisch vielleicht noch was anbringen, aber ansonsten sieht schon mal sehr, sehr schick aus. Ja, und der freie Fall, echt geil. War der erste Turm dieser Höhe für mich. Der im Hansapark ist ja, glaube ich, noch einen kleinen Ticken höher, aber wahnsinnig geiles Teil, also sehr, sehr geil. Ich finde, der Fall ist eigentlich recht angenehm, muss ich sagen. Macht einfach super viel Spaß und man fällt halt einfach ein deutliches Stück länger als bei den 80 Meter Türmen, ist ja klar. Richtig, richtig geil. Also definitiv schon mal für gut befunden, wird mit Sicherheit auch später nochmal gefahren. Ja, ich schaue jetzt mal weiter, mal gucken, was ich als nächstes fahre. Ja, als nächstes werde ich mir gleich mal einen neuen Count holen, und zwar von dieser Kinderachterbahn mit dem Namen Achterbahn. Also die Achterbahn heißt Achterbahn, super einfallsreich. Aber gut, ja, Count ist Count, deswegen werde ich da jetzt mal mitfahren. Sollte ich später noch On-Rides machen können, bekommt ihr jetzt ein On-Ride eingeblendet. Ansonsten schauen wir mal. Auf geht's! Mich mal kurz hier hin. Also, ich nehme Kitty Coaster eigentlich zurück, weil im Endeffekt ist es eher doch ein Family Coaster, weil der ist eigentlich recht lang, dreht zwei Runden, also hat mir super Spaß gemacht, war eine schöne Achterbahn. Ja, als nächstes, wenn wir schon bei Achterbahnen sind, denke ich, werde ich jetzt mal zur größten Achterbahn hier im Park schauen, und zwar Freischütz, und werde mich da jetzt mal anstellen, eine Runde mitdrehen. Bin ich echt mal gespannt, was Freischütz so kann. Ihr bekommt ein paar Impressionen und ich werde euch danach berichten, wie die Fahrt auf Freischütz war.
ich komme jetzt gerade eben aus Freischütz. Hat mir sehr, sehr gut gefallen eigentlich. Prinzipiell eine schöne Achterbahn. An manchen Stellen fährt sie sich ein bisschen unsaft, aber so im Gesamten gesehen war sie echt richtig, richtig schön. Die Bahn war eine schöne Fahrt. Wartezeit war jetzt gerade so eine Viertelstunde, also echt human. Alles vollkommen okay. Ich finde auch bisher, es ist echt okay hier im Park von den Menschenmengen her. Nicht wie gestern im Skyline Park. Ja. Ich war jetzt gerade oben in der Verwaltung noch bei der Information und habe nachgefragt, also leider schlechte Neuigkeiten, ich darf keine Onrides machen, weil der Herr auch von der Presseabteilung heute leider nicht da ist. Das heißt, keine Onride-Aufnahmen für euch, das heißt, ihr bekommt ein bisschen Offride-Impressionen hier aus dem Park und ich werde euch natürlich trotzdem so gut wie es geht versuchen, das, was ich hier heute erlebe, rüberzubringen, auch wenn es keine Onrides gibt, dann halt eben Offride-Aufnahmen. Ja, mal schauen, ich denke, jetzt wird es Zeit für eine Abkühlung, auf in die Wildwasserbahn. Ich komme jetzt gerade aus der Wildwasserbahn. Ja, war eigentlich eine ganz schöne Abkühlung, muss ich sagen. Und jetzt stehe ich hier gerade auf so einem Platz, wo man hier eigentlich auch essen kann. Echt cool. Hier hat man einen schönen Blick auf Freischütz. Das ist richtig geil. Fällt mir. Ja, auf dem Weg habe ich jetzt gerade gesehen, dass da hinten noch ein, ja, ich weiß nicht, was es genau ist, Darkride oder sowas ist, Stadelgaudi oder so heißt das Ding. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, schaue jetzt da mal rein und dann werde ich euch danach berichten, was das jetzt genau war. So Leute, ich komme jetzt gerade aus der Stadelgaudi. Ja, ich weiß nicht, ob man es genau als Darkride, als Interactive Darkride beziffern kann. Ich bin nicht mehr etwas unschlüssig. Es ist im Endeffekt aufgebaut wie so ein Kino, das ich drehen kann, wo man quasi dann mit Shooter eben Ziele auf der Leinwand abschießen kann. Also echt ganz cool gemacht eigentlich, hat mir echt gut gefallen. Ja, ich laufe jetzt hier gerade mal so ein bisschen um den See rum, weil ich meine, da hinten soll irgendwo auch noch so eine Themenfahrt sein, also so eine kleine Floßfahrt und auch noch mal eine Sommerrodelbahn. Und dann werde ich jetzt erstmal dahinter schauen, in der Hoffnung, dass da jetzt weniger los ist im Moment. Ein paar Meter weiter und hier ist jetzt wirklich sowas wie eine Rundbootfahrt. Ja, da schaue ich jetzt einfach mal rein. Ich denke, das ist vertretbar, da kann ich euch mitnehmen und Mundschutz. Auf geht's! Ich komme jetzt gerade aus dieser Bootsthemenfahrt. Ja, echt richtig, richtig schön, hat mir gefallen. Schön gemütlich, Wasser vor allem auch komplett sauber. Schöner kleiner Darkride-Part noch mit dabei. War echt schön. Ja, als nächstes werde ich jetzt mal zu dieser Twin-Bob-Bahn, die da hinten noch ist, schauen. Mal gucken, wie die so ist. Oh,
Bobbahn bin ich gefahren. Ich bin tatsächlich noch gar nicht so viel in meinem Leben gefahren, meine ich. Ich glaube nur in Pottenstein und vielleicht noch irgendwo ein, zwei. War ganz cool, hat 1,50 Euro die Fahrt natürlich gekostet, also kostet hier extra. Davon habe ich aber auch, bin ich ausgegangen. Ja, ansonsten muss ich sagen, vielleicht mal, weil es hier gerade ganz ruhig ist und ich hier auch mitten in der Natur bin, finde ich echt cool. Der Park ist schön angelegt, schön naturbelassen angelegt, finde ich echt richtig, richtig cool. Also so vom ersten Eindruck her, gefällt mir super. Ja, ich werde jetzt allerdings mal vorschauen, eher wieder Richtung Hauptparkteil, sag ich mal. Auf jeden Fall eine Kleinigkeit erstmal essen, denke ich, und dann mal schauen, was ich als nächstes fahre. Ja, ich habe jetzt gerade gegessen, es gab wieder Currywurst, wie gestern auch schon. Ich sitze jetzt hier gerade auf einer sehr schön thematisierten Bank und studiere gerade tatsächlich mal den Parkplan. Also ich denke mal, als nächstes werde ich jetzt mal hier oben durch den Parkbereich gehen. Da sind zwar jetzt nicht sonderlich viele interessante Sachen dabei, die ich fahre. Ich denke mal hier die Nummer 30, das Duell der Adler, ein Gerstlauer Skyfly scheinbar. Werde ich auf jeden Fall mal fahren, ansonsten halt auch viele Impressionen jetzt für euch aufnehmen und auf jeden Fall auch noch die zweite Rodelbahn hier fahren. Ja, dann hätte ich gesagt, mache ich das jetzt mal und ihr bekommt einfach ein paar Impressionen hier jetzt von dem ganzen oberen Parkbereich mal ein bisschen. Da sind auch viele kleinere Sachen dabei für eher ja, Kinder, Familien, so kleinere Themenfahrten oder so. Ich mache einfach ein paar Impressionen für euch. Und werde euch dann berichten, was ich da so gemacht habe, wie ich den Bereich gefunden habe. Auf geht's, viel Spaß! Jetzt gerade Duell der Adler gefahren, was man hier im Hintergrund sehen kann. Und auch hier die Bobbahn noch mitgenommen, auch für 1,50. Ja, der ganze obere Themenbereich ist, wie ich schon erwähnt habe, halt eher, sag ich mal, für die kleineren, da ist oben noch so ein Wellenflieger und so. Aber finde ich trotzdem echt recht schön, muss ich sagen. Ich finde es allgemein echt schön. Ich kann es nur noch mal erwähnen, wie der Park angelegt ist. Und gerade auch bei solchen Temperaturen wie heute ist jetzt sowas wie hier, wo man einfach auch mal ein bisschen im Schatten gehen kann, einfach ein Traum. Ja, aber nichtsdestotrotz, weil es eben so warm ist, denke ich, werde ich mich jetzt als nächstes Richtung Raftingbahn begeben. Dort auf jeden Fall mal anstellen, ein Ründchen mit drehen. Ja, und gleich neben der Raftingbahn ist nämlich auch noch was recht Interessantes, wo ich gar nicht von außen so wirklich sagen kann, was es ist. Ich weiß es auch nicht wirklich, ich vermute zwar schon was. Und zwar heißt es Taolon oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist im Endeffekt so ein Turm, deswegen vermute ich, vielleicht ist da ein kleiner Freefall Tower oder so drin. Mal gucken. Ich denke mal, da werde ich jetzt dann eben hinschauen. Erstmal Raftingbahn und dann noch Taolon. Ja, und ansonsten, ich bin auch nebenbei immer mal wieder fleißig an Offride-Aufnahmen machen, damit ihr eben auch was zu gucken habt, so zwischendrin, zwischen meinen ganzen Vlog-Ansprachen hier. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, vielleicht mal so als Zwischenfazit, beziehungsweise schon mal als Vorwegfazit, ich finde, es verläuft sich trotzdem recht gut hier im Park, also wesentlich besser als zum Beispiel gestern im Skyline Park. Und das, wo der Bayern Park eben auch gesagt hat, online, heute ausgebucht, heute geht nichts mehr, nada. Und das finde ich halt echt cool, weil das heißt, hier ist wirklich eine Besuchergrenze festgelegt. Im Skyline Park war das irgendwie nicht so ganz klar ersichtlich. Ja, dann werde ich jetzt mal weiterschauen. Ich denke mal, allzu viel werde ich wahrscheinlich heute sogar gar nicht mehr machen. Ich denke dann später auf jeden Fall noch ein paar Wiederholungsfahrten. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal noch Rafting und Taolon. Auf geht's! Thank you.
unermesslichen Schätze des Reichs Talonien lagern im verbotenen Turm Paolo. Doch sei bewahrt. So, ich komme jetzt gerade eben aus Tauron. Ja, schöne Attraktion an sich, muss ich sagen. Es ist, wie ich schon vermutet hatte, ein kleiner Freefall Tower. Mit tatsächlich echt schöner Thematisierung innen drin, muss ich sagen. Weil man fährt so quasi über mehrere Ebenen und dann gehen Lichteffekte an und Szenerien und es bewegt sich auch was, also kleine Miniatur-Animatronics quasi. Hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Das Einzige, was da ein bisschen scheiße war, war der Wartebereich. Also der Wartebereich an sich ist cool, aber es ist so brutal heiß, dann mit Masken und da drin, muss ich sagen, das ist der einzige Punkt hier im Park, wo es mir bisher auffällt, da wurde der Abstand leider nicht wirklich eingehalten, obwohl Markierungen am Boden sind, aber da wurde es nicht eingehalten, leider von den Leuten. Ansonsten klappt das hier aber eigentlich sehr, sehr gut im Park. Ja, und ich sitze hier gerade bei der Raftingbahn, wo ich mich jetzt eigentlich erfrischen lassen wollte, aber Satz mit X, das war wohl nix. Die Raftingbahn ist nämlich leider geschlossen. Steht ein Schild dran, außer Betrieb, jetzt auch kein Grund, sonst was. Aber prinzipiell hat die, glaube ich, normalerweise schon offen, weil es sind Abstandsmarkierungen in der Warteschlange. Deswegen keine Ahnung, ob die kaputt ist, ob die gerade Mittagspause machen oder keine Ahnung. Ja, ich guck mal, vielleicht geht es ja heute noch, dann werde ich, denke ich, mal ein Rundchen noch mit drehen. Ansonsten war es das im Endeffekt jetzt schon im Gröbsten. Ich werde jetzt noch ein paar Wiederholungsfahrten machen, denke ich, eben unter anderem auf dem großen neuen Freefall Tower. Auf Voltrum und vielleicht auch nochmal auf dem Freischütz und so. Ja, sollte noch irgendwas Nennenswertes passieren, dann werde ich euch das jetzt berichten noch. Ansonsten sehen wir uns dann gleich auf jeden Fall nochmal beim Ausgang wieder. So, Ladies and Gentlemen, ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, sitze ich jetzt hier gerade bei meinem Auto im Schatten. Ich muss sagen, das Auto habe ich gut geparkt. Es ist tatsächlich nicht mal wirklich warm innen drin. War fast den ganzen Tag im Schatten hier zwischen den Bäumen. Ja, also, wie ihr gesehen habt, sonderlich viel ist jetzt nicht mehr passiert, nachdem der Cut jetzt hier gleich kam. Ich habe noch 3 Fahrten insgesamt auf Voltrum gemacht. Da ging die Abfertigung eigentlich echt super, also ich musste kaum warten. Meistens war nur 1-2 Fahrten warten, richtig, richtig geil auf jeden Fall. Und dann noch Freischütz, gut, das hat ein bisschen länger gedauert. Da habe ich jetzt sogar 20, 25 Minuten geschätzt gewartet und in der prallen Sonne. Also, das hat mir dann so quasi jetzt den Rest gegeben. Das war auch im Endeffekt das Letzte, was ich jetzt noch gemacht habe. Ich habe dann jetzt noch mal kurz ein bisschen durch den Park gestöbert und mich dann letzten Endes zum Ausgang begeben. Ja, wie war der Tag im Bayernpark? Wie war es das erste Mal im Bayernpark? Also, erste Mal, ich war ja wie gesagt als Kind schon mal scheinbar dort, aber ich konnte mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Dementsprechend, ja, ich fand, es war echt ein super Tag. Schöner Park, vor allem sehr, sehr schön angelegt, naturbelassen angelegt. Das finde ich echt, das macht, finde ich, den Park aus. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und so wird er mir auch in Erinnerung bleiben, dass es halt doch sehr naturgebunden noch ist, gerade auch mit den Sommerrodelbahnen und so weiter. Also konnte mich voll überzeugen, war mit Sicherheit nicht mein letzter Besuch und vielleicht auch noch ganz kurz zur Neuheit, Voltrum, absolut geiles Teil, 109 Meter Freifallturm, also das ist zwar die Höhe des Turms, nicht exakt die Fallhöhe, aber trotzdem eine wahnsinnig geile Neuheit, dass ich der Bayernpark hier sowas in den Park gestellt hat, ist richtig, richtig geil. Und ich meine, ich komme ja aus Bayern, das heißt, ich habe jetzt knappe 2 Stunden Fahrzeit zwar trotzdem noch, also eigentlich schon recht lang, aber wer weiß, vielleicht sehen wir uns sogar dieses Jahr nochmal wieder hier. In diesem Sinne war es das jetzt mit dem Vlog. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog hier aus dem Bayernpark gefallen hat. Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare, zeigt es anhand von Bewertungen. Und in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut, Leute.